Also, was gibt's zu tun? Ich muss Monster kloppen. Diese leuchtenden Dinger muss ich kaputt schlagen. Und noch so ein paar Thronen zu finden wäre ja eigentlich nie, das ist ja eigentlich nie verkehrt. Da ist eine Philippine. Die habe ich garantiert schon gelehrt, ja. Das ist super, meine Garantie. Hornspotion und noch was Schönes zum Verkaufen. Und ja. Man merkt übrigens ziemlich gut, dass er das... What the fuck? Was habe ich alles verpasst? Nein, Loot All. Eine Statue von einer Vase. Nun, ich bin jetzt so der kunstliebende Mensch, deswegen nehme ich die eigentlich, wow, aus Gewohnheit nicht mit. Oh, jetzt. Ist ja eigentlich keine schlechte Idee, ich meine, die waren ja ganz gut. Ich habe ja aus einem Ding, habe ich ja, dann kann ich ja anderthalb Münzen rausschlagen. Eigentlich kann ich verkehrt, die jetzt mitzunehmen, weil ich bin ziemlich sicher, dass ich hier noch einige finden werde. Boah. Da sehe ich übrigens eine blaue Blume. Die nehme ich auch sehr gerne mit. Oh, oh Gott, mein Inventar steht schon voll. Ach komm, ja. Jungle Boss. Hier war Moonglow. Benutze ich nie. Gut, den Tank natürlich auch nie. Und Spelunke benutze ich eigentlich auch nie. Und ein bisschen reicht das jetzt hier auch mit den Tränken. Nature's Gift. Komm. Das ist hier mal ein bisschen, besser, muss ich sagen. Wow. Habe ich schon Stinger? Ja, einen. Super. Den brauche ich auch nicht. Oder Visilibi Potion. Also wie sinnlos ist das, wenn ich unsichtbar bin? Ich meine, ist ja nicht so, als wäre nur irgendwie, als gäbe es hier nur irgendeine Person, die das beeinflussen würde, ob ich unsichtbar bin oder nicht. Spackos hier sehen mich trotzdem und ich sehe mich dann selbst nicht. Vor allem, weil das ja eigentlich keinen Einfluss auf meine Rüstung nimmt. Das heißt, ich müsste mich dann komplett entkleiden. Also ohne Schutz rumlaufen. Und damit habe ich... Oh, Sackgasse. Überhaupt keine Vorteile. Gut, ich sehe nichts. Da war eine irgendwie bin ich ziemlich gut geworden im Dschungel. Da komm, krabbe ich mich mal hier durch. Was wollt ihr denn? Demonite Ohr, aber weiter. Hier geht's nur nach oben. Natürlich so gut
so vorbereitet, wie ich halt immer bin, habe ich auch keine Ahnung, wie viel Singles ich brauche, noch wie viel ich doch zu Hause habe. Und hier bin ich jetzt gerade dabei, den Dschungel zu verlassen. Das gibt's nicht. Da ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 81, dass der Pluto zweimal hintereinander auftritt. Das gibt's nicht. Das lässt sich schon gar nicht richtig in Prozente rechnen. Na gut, die Wahrscheinlichkeit ist höher als 1%. Rechnen. Ja gut, rechnen. Das, was wir in der Schule machen, haben einige schlimmer, aber das tun wir auch richtig und nicht, während wir gleichzeitig irgendwo rumlaufen. 1 zu 81. Ach gut, das muss ich irgendwie auf 100 aufrunden. Ich brauche keine Torch, die Gegner sind meine Torch. Würde ich nur schlagen, dann verwandeln sie sich in Fackeln und erleuchten die Umgebung. Bis in den Moment, wo sie sterben. Gut, das hilft mir jetzt aber nicht rein. Jetzt habe ich den Dschungel ja schon verlassen wieder. Und das wirkt nicht, als würde ich demnächst wieder zurückkehren können. Dunkel! Ja. Oh, Jemine. Dann sollte ich mal gleich fertig sein. Ja. Wieder zurück in den Dschungel. War klar, dass das dann so entführt. Ja, da liegt ein Haken. Aber der bringt mir rein gar nichts. Hier neu oder ist das wieder schon alles nachgewachsen? Weil das wäre ziemlich seltsam. Singer. Geh weg. Geh weg. Au. Ich will zu dieser Fliege. Ich will zu dieser Fliege da unten. Na gut, dann auf den herkömmlichen Weg. Aber hier ist ja überall. Ach egal. Lalalalalala. Da ist eine Axtstatue. Mehr ist ja auch nicht. Habe ich denn jetzt gefunden? 3! Das soll ein Witz sein. Lass ich hier einfach mal random nach oben unten graben und schon stoße ich wieder auf Gold. Ich ertrinke. Ob ich das überlebe? Ich glaube nicht. Scheint irgendwie nichts mehr zu sein. Doch, da. Die Rettung. Tolle Rettung war das. Jetzt bin ich ja schon wieder in so einer normalen Höhle. Will ich ja nicht hin. Okay, wenn ich schon sterbe, dann lieber mit dem Spiegel, weil dann behalte ich mein Geld. Ich
breche es ab. Hier finde ich nichts mehr. Blutmond, doch komm, geh mir euch auf die Nerven. Monstertropfer hier. 5, 18 ist gerade mal. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Okay, die habe ich gesagt, brauche ich nicht. Wo sind die Pflanzen? Ja, Quickstack 10. Wenn schon, dann müssten es 27 sein. Bevor ich damit das anfangen kann, was ich damit anfangen will. Was gibt's sonst noch? Sterne? Wo habe ich die reingetan? Ja. Gold, 82 geht nicht, 84. Waffen habe ich keine gefunden. Der Kram. Zack. Tränke, ein bisschen was. Sonstigen Kram. Ja. Stacheln wollte ich mitnehmen. Lecker, was man halt so hat. Anderen Krimskrams. Bisschen Muni. Und auch so beste Sachen. Okay. Okay, einen Dämonikbarren. Ganz viele Goldbarren. Okay. Dann helfen wir mal kurz. Die Rüstung. Ja, also die Dschungelrüstung ist sehr interessant. Die wird nämlich aus allem gebaut, was man so in der... in im Dschungel findet. Die hier wird das Ding und Jungle-Spores gemacht, andere Teile werden aus Vines und ähnlichem gemacht. Und immer zwei Sachen. Das kommen dann alle sechs Edelsteine-Sorten einmal vor. Thorns, Chakram brauche ich eigentlich nicht. 15. Ah. Nehmen wir am nächsten Mal. Da habe ich eigentlich auch noch nicht gut drum gekümmert. Hier, die hat nämlich auch so einen Shop und da kann man nämlich Kabel kaufen. Da gibt es Lever, Switches und diverse Pressure Plates, Kabel, Wire Cutter und Wrench. Das ist zum Kabel platzieren und das ist zum Kabel entfernen. Ein Ding sind 32 Silber, Gold hier dagegen 2 Gold 50 und zwar mit der 21 Menge. Muss ich jetzt mal umrechnen, um da mich jetzt genau zu wissen, wie jetzt, wie heftig es ist. Silber, das ist ja langweilig hier. Hilf mir, Ledemisch. Ich hab total vergessen hier. Das bedeutet, ich brauche noch 7. 7 und ich muss jetzt aufhören, ja. Oh, Massengemetzel. Ja, dann höre ich jetzt hier in diesem nervigen Hin und Her auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Zauberwürfel-Gamer.